Liebe Ofenfreunde, ich stehe neben einem fast so großen Ofen wie ich. Das ist der Spartheim Lungo. Das da drüben auch. Ich bleibe aber mal kurz bei dem. Das ist ganz interessant. Die Verkleidung hier ist Beton Riverwashed, nennt die sich, ist aber eine Keramik. Man hört es nicht, aber eine schöne, gefertigte Keramik. Kriege ich den Ofen in unterschiedlichsten Varianten von Keramik und eben auch von Stahlverkleidung in unterschiedlichsten Farben. Sehr schön bei dem Ofen, finde ich, ist der nicht so riesengroße Feuerraum, obwohl das Gerät natürlich nicht klein ist. Ja, der ist auch nicht wirklich breit, das heißt, ich kriege den auch in eine Nische rein. Dann fügt er sich praktisch, wenn jetzt hier ein Schornstein stehen würde, fügt er sich so nahtlos an. Schöne Eckscheibe, die gestoßen ist, ja, hat den Vorteil, dass wenn so eine Scheibe kaputt geht, was passieren kann, dass es nicht so teuer wird. Man kann auch eine Glasbruchversicherung abschließen. Aber trotzdem ist es immer ganz clever. Gestoßen heißt nicht, dass die undicht wird oder großartig undicht wird. Wir haben üblicherweise, wie bei Spartherm, unsere Einhandregelung. Ja. Besonders noch bei dem Ofen ist, dass ich den oben anschließen kann, hinten anschließen kann und ich kann ihn auch hier an der Seite anschließen. Und Spartherm hat sich sogar die Mühe gemacht, die Verschlussdeckel so auszusparen, dass ich den hier rausnehmen kann. Das ist montagefreundlich, sage ich mal. Unten sieht man den Zuluftanschluss, den ich auch hinten oder seitlich zuführen kann. Also ist wirklich gut durchdacht. Und dann kann ich den halt tatsächlich hier direkt an eine Mauervorsprung, idealerweise auch gleich an den Schornstein anschließen oder stellen. Das Ganze jetzt hier in Stahl. Ja. Der hat halt keine Box nach unten, also ich kann jetzt hier nicht irgendwo was aufmachen, das geht nicht. Deswegen hat er hier so eine Aschebox. Da muss ich jetzt sagen, aus der praktischen Erfahrung, Empfehlung, ich mache mal kurz die Tür, das haben wir uns auch mal gezeigt haben, die Tür lässt sich immer arretieren. Praktische Erfahrung ist, dass ihr einfach den Aschekasten Aschekasten sein lässt und immer auf der kalten Asche Feuer macht. Weil es macht jetzt keinen Sinn, irgendein Stochereisen zu nehmen, die Asche da unten rein zu futzeln, um sie dann wieder da rauszunehmen, wo ich sie gerade reingemacht habe, und muss doch durch die Asche greifen. Würde ich immer empfehlen. Wir haben eine sehr tiefe Mulde hier. Das ist gut für den Abbrand, heißerer Abbrand. Und vor allen Dingen kann ich eben auf der kalten Asche permanent immer wieder Feuer machen. Das ist kein Problem, weil die Öfen kaum noch Unterluft kriegen. Die Hauptluft kommt von hier oben. Ja? Und also die sekundäre Luft, die am Ende auch die Scheibe sauber hält, Luftzug über die Scheibe legt, sodass die Scheibe trocken, sauber bleibt, nicht trocken. Ist also ein schönes Eckgerät, nicht so klein, aber immer noch von der Feuerfläche angenehm, passt fast in jeden Raum. Man muss ein bisschen aufpassen bei Niedrigenergiehäusern, aber auch das wird immer noch gehen. Erweiterbar, wieder immer, schwarze Schamotte sind möglich, Steuerung ist möglich, Unterdrucksicherheitsabschalter ist möglich, alles das ist möglich. Und wenn ihr Fragen habt zum Gerät, dann stellt die bitte, schreibt es in die Kommentare. Schickt uns eine E-Mail oder ruft uns einfach an. Und dann sehen wir uns, hören uns. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.